Hallo Leute, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Wir nehmen uns einen Pilz, damit wir wieder groß sind und steigen ins nächste Level ein. Und im letzten Part war es echt so, dass ich nur gefällt habe. Mal gucken, wie es in diesem Part aussehen wird. Mit einer neuen Welt. Und das habe ich natürlich nicht übersehen, dass hier oben was ist. Auch wenn es nur eine Münze war. Ich kann mich gerade absolut nicht erinnern. Jetzt schon. Nachdem ich weiß, welches ist dunkle. Immer schön mal. Das ist immer gut, wenn man sich Feuerbälle macht, dann sieht man was. Wenn man dann die Feuerblume verliert, dann macht man sich eine neue. Gut. Hier wäre jetzt auch ein Yoshi gut. Hier kann man übrigens auch einen Stern sich holen und da kann ich rein. Oh, geil. Na, nicht so geil. Und was ist da drin? Ein Leben? Vielleicht auf der anderen Seite. Nee. Nicht wirklich. Okay. Da war nichts drin. Okay, da wäre Ducken ganz gut. Ich da gerade irgendwie so ein geiles Schlittern gemacht? Nee, das war nicht. Was war denn da oben? Ah, nichts. Chill! Gut. Damit kann ich denen natürlich nichts anhaben. Also irgendwie habe ich saumäßig Gefühl, dass wir sau viele der Münzen schon verpasst war. Also den Stern hätte ich auch erweitern können. Ach, da ist es ja wieder. Das war tatsächlich die erste Münze. Damit ist noch alles offen. Okay. Jetzt wird es wieder dunkel. Da wäre zum Beispiel der Stern drin gewesen. Aber ich war zu langsam. Macht auch nichts, aber wir sehen dadurch nichts. Jetzt kommen wir noch die Deppen an. Nee, ist klar. Ich komme nicht raus, verdammt. Dann holen wir uns erstmal die Münze. Okay. Hey, da unten ist was. Wir haben bisher alle Münzen, das ist doch gut. Und da? Da geht's auch lang. Gut. Hehe. Haben wir euch auch? Jawohl. Und ich sehe doch was. Das ist doch nicht ohne Grund hier oben da. Wie mach ich das? Oh mein Gott. Gut. Sag bloß, hier gibt's einen geheimen Ausgang. Ne, führt glaube ich zum selben. Hier kann man irgendwie einen Trick machen, dass man 100 Leben bekommt, wenn man es richtig machen würde. Und ich hab's falsch gemacht. Von daher, da kann ich es noch irgendwie rückgängig machen. Kann das ablegen. Ne. In dem Spiel kann er die Panzer nicht ablegen. Das Leben noch mitgenommen. Jetzt endlich mal zur Burg. Ich überlege gerade, wie die aussah. Irgendwas mit Sand kann ich mich gar nicht dran erinnern. Gitter vielleicht? Ja, ja, ja. Gitter. Tatsächlich. Ich meine, hier geht es sogar irgendwo rein. Kann sein? Ne.
hier. Und was sehen wir denn hier? Einen P-Switch. Und dieses Teil. Das ist das bewegende Wii-Mode. Er hat sich jetzt hier, wie geht das an? Nein, nein. Naja. Hätte eh nur einen Applaus gegeben, von daher. Was soll's. Ach, wir kommen auf der. So, aber hier kann man rein. Nirgendwo? Echt nicht. Ist da was? Ab jetzt gilt meine Devise. Also, ihr habt ja den letzten Part sicherlich gesehen, wo ich nur gefailt bin. Diesen Part werde ich viel, viel besser. Gut, Leben. Fliegenpilz wäre besser gewesen, aber was soll's. Den haben wir schon mal beseitigt. Ich gehe das jetzt ein bisschen taktischer an. Ich meine, da unten wäre nichts gewesen. Ich gucke aber trotzdem mal nach. Nee, ist nix. Mhm. Und jetzt kommt dieses Vieh. Der Mini. Rosa Kid wirft uns ab. Komm ich da irgendwie hoch? Scheinbar nicht. Ja, ist klar. Ist da oben denn was? Ist es nicht? Nee. Okay. Da hinten ist aber die Münze, die wir brauchen. Noch alles in bester Ordnung. Wenn wir gerade den halben Weg runtergefallen sind. Hauptsache ist doch, dass wir noch leben. Okay. Alles klar. Passt doch. Und glaubt ja nicht, dass diese Burg schon zu Ende ist mit dieser Tür. Hier ist nämlich gerade erst der Checkpoint. Hier geht's doch rein, oder? Gut. Aha. Das war echt knapp und ich wollte gerade sagen, ich hab's überlebt, aber. Geht's hier hoch? Jawohl. Ich überleg gerade, war da rechts was? Ich meine ja. Nicht dein Ernst. Wo bin ich denn da jetzt wieder an den Stacheln? Der lacht. Okay, okay, okay. Ich gebe mich ja geschlagen. Ich sehe es ja ein. Da oben sind doch Münzen, ich erinnere mich. Genau. Soll ich ruhig dahin schießen? Gut. Bisschen schneller hier. Zeit ist Geld und Geld haben wir keins. Aber hier geht's irgendwo rein, ja? Unten. Genau so ist es. So, rote Münzspiel. Oh, das ist ja leicht. Da haben wir uns ohne wirkliche Mühen eine Eisblume. Verlieren diese Eisblume auch auf völlig überflüssige Art und Weise. Und da ist jetzt eine Münze, die ich unbedingt haben will. Genauso wie der Rest der Münzen.
Muss irgendwo noch ein Item sein, das ist immer so. Ich stehe hier verdammt schlecht. Scheinbar nicht, aber was soll's. Dann treten wir... Wir haben schon wieder eine Münze vergessen. Na gut, Freund. Das wird leicht. Zack. Also, viel Chancen haben diese Kids. Zumindest die ersten nicht. Und ich rede nie wieder über euch. Wo habe ich bitte schon die letzte Münze? Die mittlere sogar. Oh, er geht ins Castle. Weiße Fahne für ich hab mich ergeben. Aber so leid's mir tut. Ich kann dich nicht retten, Toad. Ich darf speichern. Aber will ich doch nur seit einem halben Satz hier nochmal in die Burg. Tja, jetzt machen wir das im Schnelldurchlauf. Jetzt, da ich schon alles euch gezeigt habe und wir eh alles schon gesehen haben, kann ich mich auch beeilen. Ihr werdet jetzt Zeuge von einer super Run sein, den ich schon halb verkackt, wenn ich da jetzt rangekommen wäre, ey. Geh so genau. Okay. So schnell ist hier noch nie jemand durchgejumpt. Und da kann ich noch nicht so schnell, aber jetzt ist das Zeit. Und wir müssen natürlich auch beim Durchlaufen jetzt darauf achten, dass wir die Münze finden. Hier war die erste. Hier wäre die dritte. Ah, hier geht's wieder hoch. Da ist nix. Den brauche ich unbedingt. Nicht, dass der jetzt ganz unten ist und weg ist. Wo könnte die Münze sein? Da ist sie nicht, da ist sie auch nicht. Die letzte. Ich glaube, ich sehe was. Ich habe fast gesehen. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Nicht? Wo kann die denn noch sein? Leben, das kann ich noch gar nicht. Und danke dafür, dass du mich bei einer Schule getötet hast. Hier ist aber nichts gekommen. Die Tür, da kamen wir ja her. Was soll ich nur machen, ey? Hätte ich doch. Da war es ein zweites Versteck, was genau so aussah. Jetzt ja alles haben. Können wir
auch hier abhauen. Gut. Und er bekommt erneut auf die Omme. Was brüllt er denn da rum? Wir sind klein, wir sind klein. Heilige. Wir sind doch nur klein. Okay, lass mal dich mal springen. Oh, 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 oh. Nein, bist du verrückt? Bist du bekloppt? Wow. Meine heilige Shit. Besiegt, besiegt. Tja, und da er schon längst abgehauen ist und das praktisch noch der Gastgeber war, hüpft auch nicht mehr weg. So. Und jetzt haben wir endlich mal ein Itemspiel. Weil wir haben ja keine Items. Keine Ein-Ups. Items bräuchten wir. Und die Ein-Up-Kanone. Wie sieht das durch Neigen? Können wir das? Und am besten ist eine dieser Positionen. Wobei, ist genauso. Ja, diese Kanone ist sehr, sehr gut. Aha, aha. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. 5 Ups. So, 4 von der zweiten Welt. Das ist auch eine richtig geile Welt hier mit diesem Wind. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und der Leiter hier. Und das heißt, das wird uns noch einigen Spaß bieten, diese Welt. Davon gehe ich jetzt schon aus. So. Die macht uns in der Zeit, wo der Wind ist, hier ein paar Münzchen. Gucken wir kurz, was da drin ist. Nichts, okay. Und den Powerblock weiß ich gar nicht, ob wir den brauchen, aber scheinbar ja schon. Und hier oben ist doch was. Right. Die Sternmünze. Und hier ist schon wieder so viel unsichtbares Zeug. Lass mich raten, hier darf man nirgendwo rein, außer hier. Ist ja gut. Ist doch gut. Alles aktivieren, das gibt auch nochmal Münzen. Und jetzt möchte ich praktisch nur hier raus und nicht da rein. Sonst kommen wir, müssen wir den ganzen Weg nochmal nehmen. Okay. Und mit dieser ersten Sternmünze verabschiede ich mich von euch. Der Part ist schon wieder so unglaublich lang. Oh, ich hatte echt Panik. Bis dann und ciao.